Mit 13 Milliarden Euro haben der Bund und das Land Hessen ein engmaschiges Unterstützungsnetz geschaffen, um den Unternehmen durch die Corona-Krise zu helfen. Hinter den Unternehmen stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Familien und Menschen. Für den Erhalt der Arbeitsplätze und für den Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft waren diese Hilfen deshalb elementar. Jetzt gilt es, gemeinsam die nächste Herausforderung anzugehen. Die Wirtschaft muss klimaneutral werden. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass dies im gemeinsamen Handeln zwischen Politik und Wirtschaft gelingen kann.